Lass mal hier oben gucken. So. Kopie. Kopie. Lass mal Goldkisten kommen. Ach, das habe ich in diesem One noch gar nicht gehabt. Oh. Garantiert nicht. Die Schaufel will ich auch nicht. Also ist hier nichts Interessantes. So, aber bei den Trinkets will ich Maggies Face noch eben gucken. Ja, das war der Blue Baby Kill und am Anfang jeder Ebene ein weißes Herz. Das heißt, einen einzigen Herzcontainer kann ich mir damit maximal überhaupt noch holen. Also so spät bringt das nichts und wahrscheinlich hätte ich das eh weg. Wobei, ich glaube, es gehen erst die blauen drauf. Aber wir werden sehen. Vielleicht bringt man das ein Herzcontainer noch, also ein Health ab. Warum war ich drinne? Geheimer Raum, guck mal hier. Oh, Meat Boy, du bist doch scheiße. Nein. Ich glaube, dass Maggies Face ist halt gut, wenn du keinen Schaden nimmst auf einer Ebene, klar. Ich weiß jetzt nicht, ob die Seelenherzen erst weggehen und dann das ewige. Ewige, nicht heiliges, oder war ja ewiges Herz, heißt es, glaube ich. Ewiges. Mal gucken, was bei mir auch ewig bleibt oder ob ich es weggebe nach in der Ebene, wo ich es habe. Ob es sich in meiner Health Bar verewigt. Wir werden sehen. Diesen Raum ohne Schaden wäre gut, dann kriege ich mein Buch aufgeladen. Suche ich ja eigentlich noch Laden? Ja, klar gibt es auch einen Laden, oder? Auf jeden Fall will ich einen Laden haben, unbedingt. Oh Gott, jetzt fliegt hier eine Mücke in meinem Zimmer rum. Ich glaube, es geht los. Gut, dafür hatten wir diverse andere Räume. Super geheimer Raum. Ich wüsste jetzt nicht, ob da noch irgendwas Gutes drin sein könnte für mich. Ich brauche nichts mehr auf der Ebene. Hier noch mal eben nach einem geheimen Raum. Jetzt habe ich selber weggekickt, weil ich nicht wollte, dass Meat Boy es wegkickt. Ja, auch 4 Bomben jetzt verbraucht wegen Meat Boy statt nur 2 für den geheimen Raum. Super. Hier ist auch der gleiche Rotz drin, ja. Gucken, ob ich das ewige Herz auch behalte. Diese Sandkarte, die wohl töten würde, beide? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nur aufsplitten. Ich weiß halt jetzt nicht, ob die erst die Silberherzen weggehen, aber ich mein schon. Ich hoffe es. Ja, erst die Silberherzen. Seelenherzen, Soulhearts, blaue Herzen, extra Herzen, mir egal Herzen. So einer ist tot, ist der andere. Gut, den habe ich jetzt blöd aufgesplittet. Richtig blöd. Ah, ist ein blauer bei. So ganz am Ende kommt noch so ein blauer. Oh Gott. Jetzt wird's eng mit dem weißen Herz.
habe ich jetzt die Pille jetzt gefunden, ohne Witz. Okay. Meat Boy, friss. Range ab. Na super. Das hat jetzt aber lang gedauert. Nein, da ist mein ewiges Herz weg. Jetzt war das Trinket komplett sinnlos. Jetzt brauche ich ein neues Trinket. Das Trinket bringt mir ja nichts mehr. Was bringt mir ein ewiges Herz auf der letzten Ebene? Beides Kacke. Keine Ahnung, nutzen wir mal hier. Ist überhaupt irgendwas getötet? Irgendwas bestimmt, aber nicht viel. Meine Stats sind okay. Mein Damage ist halt das einzige, was noch echt scheiße ist, aber ansonsten ist es okay. Gut. So, jetzt, kein Bock, dir jetzt. Oh nein, zu so einer großen Bombe werden zu lassen. Also, da nervt Meat Boy echt. Das ist richtig kacke. Mann, ich kann gar nicht mehr richtig reden. Ich will die Aufnahme jetzt am liebsten auch einfach erstmal beenden, weil ich kann nicht mehr. Keine Ahnung, irgendwie. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Die Luft ist halt draußen, schon vor lang, aber den One muss ich jetzt noch zu Ende machen. Vor allem, weil er ja recht gut aussieht. Ich meine, jetzt gerade sieht er wieder kacke aus, aber... Ja, eine viel bessere Alternative zu dem... Maggie-Item. So, Fistula ist schön. Wenn Meat Boy mal angreifen würde. Ach, das sind schon die kleinsten. Da ging ja schnell. Oh, da können auch rote rauskommen. Gut. Da ist ja der Boss. Endlich. So, da war mein Speicher voll, aber egal, es geht weiter. Ja, gerade den einen Raum da glaube ich verpasst, aber mein Gott, ein Raum. Gibt's schon was. Das greift doch an, Meat Boy! Ich will die Sandkarte nicht hier einsetzen, sondern bei Satan! Halt wegen dem Full Health Effekt. Aber jetzt gerade gefällt mir das sehr, sehr, dass ich ein halbes Herz habe. Damage 3, Maximum. Mein Speed ist auf Maximum. Greif doch an, Meat Boy. Den könnte, hätte man besser programmieren können, dass er direkt drauf geht, auch wenn der Gegner weit weg ist. Ach,
Scheiße, schon wieder ein Hit kassiert. Oh nö! Kannst du? Wie wenig ich Idlyphs erst geschadet habe. Ich wusste gar nicht, dass es geht, dass das Ding noch ein Monster spawnen kann. Aber klar, Chub kommt ja erst, wenn die dritte Phase eingeläutet wird. Oder die zweite, keine Ahnung. Nochmal Chub. Ich bin so schlecht, dass die jetzt die Bosse schon zweimal spawnt. Oder das. Die kann ja wohl meinen Meat Boy machen. Und mein Vogel auch noch, also komm, was kriegt er in ihr beiden? Der Duke of Lies. Meat Boy! So, Chub. Chub ist gut. Wenn Chub da... Oh, wieso stoppt er denn? Jetzt habe ich keine Bombe mehr. Ich brauche mal nie gleich Power, ey. Das wäre einfach so gut. Alter. Ist das ein anstrengender Idlyphs-Kampf. Ohne Witz. Heftig. Oh, letzte Form. Komm, komm. Oh. Tötet sie, Vogel und Meat Boy. Komm, dritte Form, dritte Form. Ja. Ach, schön. Oh Gott. Nicht schon wieder in der Fliege sterben, nicht schon wieder in der Fliege sterben, wie im Part, der einfach nur Way Cheese. Puh. Oh, scheiße. Danke. Ein Herz, egal. Komm ich hier mal weiter. Sheol. Oh nö. Ich habe keine Bombe, sonst würde ich mich durchsprengen. Ich schaff den One nicht, ohne Witz, ich schaffe es nicht. Ich werde es nicht schaffen. Auch wenn ich diese Sandkarte habe. Ja. Ich werde so sterben. Jetzt tötet ihr doch, ihr beiden Pisser. Nee, ne? Hm. Er trifft mich auch noch. Er trifft mich auch noch. Unglaublich.